Initiative ist eigentlich so der Startschuss für die Transformation der Energiewirtschaft. Das heißt, die Stufen, die wir in unseren Kriterien haben, sind eigentlich das, was jedes Stadtwerk machen sollte, und um den Klimaschutz nach vorne zu bringen und auch umsetzbar zu machen. Denn die Maßnahmen alleine bringen nichts, wenn das nicht organisiert stattfindet. Klimaschutz ist ganz eindeutig kein Einzelkampf. Heißt, wir müssen Klimaschutz zum Teamsport machen. Und genau das macht die Initiative oder generell die Mitglieder der Initiative. Die Energiewende wird uns alle vor sehr, sehr große Herausforderungen stellen. Und aus diesem Grund denke ich, dass es wichtig ist, sich gemeinsam auszutauschen. Und letztendlich ist auch so, dass wenn alle im Gebiet was für die Energiewende tun, ist eigentlich an ganz Deutschland gedacht. Nachhaltigkeit ist für uns ein Thema gewesen, was man nicht nur behandeln sollte, sondern was wir jetzt definitiv machen wollen. Durch den Austausch mit anderen Energieversorgungsunternehmen können Energiewendeprojekte effektiver umgesetzt und Synergieeffekte genutzt werden. Das war schon eine Herausforderung, weil man sich durch das ganze Unternehmen schon mal durchfragen musste. Und es hat aber auch den Kollegen und Kolleginnen gezeigt, was da überhaupt hinter so einer Treibhausgasbilanz steckt. Die größte Herausforderung bestand in der aufwendigen und zeitintensiven Datenermittlung und Datenerfassung. Klar ist natürlich, dass es dabei nicht bleiben kann, so wie es jetzt ist. Das war jetzt quasi nur der erste grobe Überblick. Wir haben jetzt quasi die breite Basis geschaffen in der Stadtwerkewelt, um in die Tiefe gehen zu können. Wir haben den ersten Aufschlag gemacht in den Strategien. Und jetzt gilt es, die vernünftig auszutarieren, dass wir langfristig wirklich dazu kommen, zu null Emissionen. Bald kommt die Nachhaltigkeitsberichtspflicht. Es gilt, bestimmte Anforderungen an die Strategie zu stellen. Man muss Risikomanagement implementieren. Und wir versuchen das gemeinschaftlich zu lösen, um allen eine bestmögliche Perspektive bieten zu können. Die Initiative ist ehrlich, man merkt, dass das Team, das dahinter steckt, und alle beteiligten Unternehmen dafür brennen. Zudem gibt die Initiative Rahmenbedingungen vor und veranstaltet regelmäßige Veranstaltungen, durch welche man einen gemeinsamen Pfad beschreiten kann. Wir wollen gucken, ob andere vor den gleichen Herausforderungen stehen und die gleichen Hürden zu bewältigen haben und ob wir eventuell Vergleichbarkeit herstellen können in dem, was wir machen. Also wieso sollten hunderte kommunale EVUs alleine an diesen Themen arbeiten und nicht das Wissen bündeln und viel mehr Synergien erheben? Der Weg zur Klimaneutralität wird bei uns von allen Ebenen begleitet, sowohl vom Vorstand als auch von den einzelnen Fachbereichen. Den einen ganz großen Beitrag gibt es nicht. Es ist die Masse der Maßnahmen, die es macht. Und darüber sind wir durch. Viele kleine EVUs können die Energiewende natürlich mit einem professionellen Partner wie die ASEP schön über die Runden bringen. Wir als Stadtwerke Burg betreiben aktiv Klimaschutz, weil wir regionale Verantwortung übernehmen und es den nachfolgenden Generationen schulden. Weil wir von dem Konzept und der Vorgehensweise überzeugt sind und gemeinsam viel mehr erreichen können. Wir müssen schnell vorankommen und da hilft Zusammenarbeit. Wir brauchen den gemeinsamen Austausch mit Partnern, mit anderen Stadtwerken. Gemeinsam finden wir bei der Bevölkerung mehr Akzeptanz und bei der Politik mehr Gehör für unsere Interessen und Anliegen, wie zum Beispiel Förderung und Umsetzungsmöglichkeiten. Das Klimateam der GSW möchte sich bei den teilnehmenden Stadtwerken und der ASEP bedanken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sehr hilfreichen Impulse, und freuen uns gemeinsam, weiterhin die Initiative Klimaschutz voranzutreiben.